Hi Leute! Hi. Ja, ihr habt ja letztens fleißig geliked und kommentiert bei unserem Video mit den top geheimen Frauenfantasien. Und ja, da dachten wir, machen wir euch den Teil 2. Ihr habt ja anscheinend Bock drauf. Also heute nochmal 5 top geheime Sexfantasien aus der Frauenwelt. Da haben wir als allererstes Sex in der Öffentlichkeit. Oh ja. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Ja, ein sehr großer Kink auf jeden Fall. Gerade so Frauen scheinen eine große Vorliebe dafür zu haben, an Orten Sex zu haben oder sich zumindest vorzustellen, wo man erwischt werden könnte. Ja, genau, diese Spannung dabei. Ne? Es gibt einfach nur so einen Kick. Das ist eigentlich, ich glaube, ich habe noch keine Frau gehört, die nicht gesagt hat, nee, das finde ich total doof. Ja. Also klar gibt es Situationen, wenn man sich das nicht trauen würde, aber ich glaube, jeder hat das auch schon mal ausprobiert, so ziemlich. Ja, ich auf jeden Fall. Ja, es sind da so die Klassiker. In Parks, würde ich sagen, wollen viele ja, und haben auch schon ja. viele, wo wir kennen. Umkleidekabine auch sehr beliebt. Ja, in so Kleidergeschäften dann. Ja, genau. Ah, ja. Da ist man dann ja eh schon am Umziehen, ne? Und wenn dann der Freund dabei ist oder so. Genau, dann kann er sich mal anschauen, was er verpasst, wenn er jetzt nicht will, ne? Oder im Auto auch sehr beliebt. Oh ja, Auto ist wirklich auch einer der Top-Orte, wirklich. Und da kann man ja auch parken, wo man will, quasi, ne? Ja, es ist ja auch so halb privat, man hat so einen geschlossenen Raum, aber genau. Je nachdem, wo man steht, ist es halt doch auch sehr kritisch. Und es gibt dann halt den Kick, ne? Genau, man kann da vorm Supermarkt auf einem vollen Parkplatz sitzen und sich hinten einen richtigen Nervenkick geben dann, quasi. Ja. Oder, ja, Schwimmbäder sind auch sehr beliebt, ne? Stimmt, Schwimmbäder, ja. Wenn man eh schon halbnackt unterwegs genau. ist, dann kommt man auch mal schnell in Laune und da will man nicht warten, bis man zu Hause ist, sondern verschwindet vielleicht auch da mal in die Umkleidekabine oder hinterm Busch oder, ja, man hat es auch schon im Schwimmbecken versucht, aber das kann ich nicht empfehlen. Ja, ist schwierig und auch je nachdem, wie das Schwimmbad gebaut ist, in vielen gibt es ja nur so ruhige Ecken, wo man es dann doch mal probiert. Das stimmt, ja, ich habe da es mal versucht und da kam der Bademeister vorbei und hat so geguckt, was wir am Treiben sind. Aber ja, ich glaube, es wäre auch nicht geil geworden, so mit dem Wasser, da flutscht es nicht so richtig ja, irgendwie. Ja, man stellt sich immer geiler vor, als es dann ist, ne? Das stimmt. Das ist immer schwierig. Genau. Aber ja, ich habe auf jeden Fall schon ein paar geile Nümmerchen geschoben in der Öffentlichkeit so, oder halb öffentlich, ne? Ja, Feld, Wald, wo hast du überall schon? Ach, auch im Schwimmbad, beziehungsweise im Pool, in der Umkleide auch schon. Das ist halt einfach zu offensichtlich, das muss man einfach mal probieren. Witzig. Ja, im Auto auch schon, also das ist auch, finde ich auch mal sehr geil. Oh ja, Sophia und ich hatten mal einen Roadtrip gemacht und dann haben wir auch jeden Tag im Auto auf der Rückbank gestreamt und uns natürlich auch heiß getrieben, ne? Also da waren wir auch an der Tankstelle im Auto hinten zugange, im McDonald's Drive-In. Also haben wir auch ein extra Video dazu, die verrücktesten Sexorte. Könnt ihr auch gerne mal schauen, findet ihr hier im Kanal. Und ja, da wird bestimmt noch viel dazukommen, gerade Mallorca, da ist das Wetter so mild. Ja, da können wir uns so ziemlich überall machen. Genau, werden wir euch mitnehmen. Vielleicht. Dann Gruppensex oder Gangbang. Oh ja, auch sehr beliebt. Oh ja, ich merke es gerade immer bei Freundinnen, die frisch getrennt sind oder wenn man beim Dating jemanden kennenlernt, der gerade aus einer Beziehung raus ist, dann wollen die sich so richtig austoben, ne? Ja, ich glaube, das ist auch gerade was sich keine Frau trauen würde, vor ihrem Freund anzusprechen. Nee. Also noch viel, viel schlimmer, als jetzt mit einer Frau zu schlafen oder so. Ja. Und wenn man dann endlich mal frei ist, so, dann will man es richtig, mal wissen. Will man es richtig krachen lassen, gerade wenn es so eine lange Beziehung vielleicht war. Ja. Habe auch eine Freundin gehabt, die war echt 12 Jahre lang mit ihrem Freund zusammen, auch ganz jung zusammengekommen. Und wo das dann auseinander war, da wollte die einfach mal so richtig die Sau rauslassen. Die war die ganze Zeit so eine Anständige. Da hätte man niemals gedacht, dass die auf solche Gedanken kommt. Das sind immer die Schlimmsten. Ja, das stimmt. Stille Wasser sind tief und schmutzig. Und ja, einfach sich halt mal... Ich denke, der Reiz ist daran, sich so richtig gehen zu lassen, sein Ego komplett auszustellen und einfach nur so als Sexobjekt mal zu fühlen, benutzt zu werden. Und halt auch viele Penisse einfach zur Auswahl genau, zu haben. Genau, so viel Männlichkeit auf einmal, die einen begehrt, das ist glaube ich auch so ein bisschen... Genau, vielleicht hatte man vorher auch jemanden, der einen nicht richtig befriedigen konnte, der vielleicht ganz schnell gespritzt hat oder so. Und ja, muss wenn man... Muss man sich da nicht so Sorgen machen. Genau, wenn man dann Gangbang hat und der eine hält halt nur eine Minute durch, ja, da stehen halt noch 5 oder 10 oder 20 andere, je nachdem wie man drauf ist, ne? Ja. Ja, das ist auf jeden Fall auch eine Top-Fantasie. Ich kenne aber auch viele, die sich gerne die Videos zu dem Thema angucken, aber selbst das nicht ausleben würden. Ne? Aber
Ja, man traut sich dann wahrscheinlich nicht so richtig. Ne? Man hat dann Angst, dass es dann echt vielleicht doch komisch wird. Dass man vielleicht überfordert ist. Ja, genau. Dass es dann doch zu viel wird. Ja. Und dann wegläuft. So nach der Hälfte, okay, Jungs, war ganz nice. Tschüss, ich bin fertig. Ja, das ist auf jeden Fall auch eine sehr schmutzige, geile Fantasie, die viele Frauen gar nicht zugeben wollen. Ne? Mhm. Vor allem nicht vor ihrem Freund oder Mann. Ja. Ja, dann Sexspielzeug. Oh ja. Da sind wir ja Profi drin. Wir haben ja alle möglichen Sachen. Und ja, kriegen auch bei unseren Freundinnen mit, dass die auf jeden Fall gerne sich manchmal mehr Action und mehr Spielzeug im Bett wünschen würden. Gerade so, wenn man mit dem Partner mal Sachen ausprobieren will, da kann das ordentlich aufpeppen auf jeden Fall. Ja, es gibt auch einfach unglaublich viel Auswahl. Ne? Also da tun Männer mir ja ein bisschen leid. Da gibt es so Masturbatoren und das war es dann ja auch eigentlich schon so gefühlt. Außer die haben Bock auf gefühlt, Anal. Ja, genau. Aber für Frauen gibt es ja so viele Sachen, die man nochmal ausprobieren kann. Endlos viel, ne? Ja. Und ich finde, ein Mann soll sich da auch gar nicht bedroht dadurch fühlen. Also braucht ihr jetzt nicht meinen, dass ihr eure Frau nicht befriedigen könnt und die deswegen Sexspielzeug mit einbeziehen will oder dass ihr nicht manns genug für die seid oder so, sondern ja, das ist halt einfach eine Spielerei. Das kann halt richtig Spaß bringen. Ich meine, so ein Vibrator, auch wenn ihr der beste Lecker seid, ihr werdet nie so viel Power haben wie der schlechteste Vibrator, den es gibt, ne? Ja. Ja. Ja, so wie so eine Frau sich auch mal ein Dessous anzieht vielleicht, um es spannender zu machen. Genau. Eine Frau dann gerne mal ein bisschen Vibration oder irgendwas anderes genau. dazu. Also ich finde es immer sehr positiv, wenn ein Mann da aufgeschlossen ist ja. und nicht den Dildo als Konkurrenz ansieht. Das ist ja irgendwie dann schon ein bisschen lächerlich. Ja. Ja, also ja, Frauen finden es auf jeden Fall gut, wenn der Mann open-minded ist und wenn man mit dem auch mal Sextoys ausprobieren kann. Mhm. Dann kann das Nümmerchen auch natürlich sehr viel länger gehen, wenn man da Spielzeug mit zur Hilfe hat. Ne? Mhm. Und ja, man kann halt auch ganz viele Sachen einfach ausprobieren, sei es Plugs, ne? Also ihr habt halt nur einen Penis, lieber Männerwelt. Also gibt bestimmt ein paar, die auch zwei haben, habe ich schon mal gesehen. Ja. Aber die wenigsten. Ist aber eher selten, ja. Ja, das ist ja wirklich einer unter 5 Millionen vielleicht. Und ja, es kann wirklich nice sein, vielleicht mal einen Plug noch zu benutzen zusätzlich. Zum Beispiel. Genau. Oder auch Sex und dann dabei noch ein Vibrator zum Beispiel. Genau, muss nicht nur das Vorspiel sein, kann auch während dem Sex richtig geil sein. Es gibt ja auch so vibrierende Penisringe, die dann an der Klitoris sind. Ja, zum Beispiel. Oder es gibt auch so Dinger, die man so reinsteckt und die dann vibrieren und die dann die Muschi und den Penis gleichzeitig, also so wirklich für Pärchen. Ja, seht ihr, Sachen gibt's. Also da sollte man auf jeden Fall offen sein. Und ja, fragt vielleicht mal eure Frau, wenn ihr das Gefühl habt, die könnte mehr wollen im Bett, aber will euch vielleicht nicht kränken oder ist vielleicht ein bisschen schüchtern, will es nicht ansprechen. Schlagt ihr das vielleicht mal vor? Ja, da könnt ihr sie bestimmt glücklich machen. Also ich habe noch nie gehört, dass eine Frau keinen Bock hat auf irgendein Sexspielzeug. Nee, ich glaube auch nicht. Ja. Also gerade wenn man es schon vorgeschlagen bekommt. Dann probiert man das gerne mal aus, ja. Ja. Noch niemand getroffen, der keinen Vibrator mag. Ja. Dann ähnlich wie mit den Rollenspielen auch Uniform. Oh ja. Können endlos unturned sein. Mhm. Also ich kenne auch Frauen, die einen richtigen Polizisten-Fetisch haben schon. Ja, gerade Polizisten oder Feuerwehrmänner oder Soldaten. So diese ganzen dominanteren. Genau, so diese autoritären genau. Persönlichkeiten. So einfach. Oder so ein Arzt im Arztkittel, ne? Ja. Also so viele stehen einfach da drauf, weil das ja halt auch wieder so ein kleiner Tabubruch ist quasi. Aber wie viele Frauen es sich vorstellen, mal vom Security in der Disco ein bisschen härter angelangt zu werden oder bei der Kontrolle am Flughafen vielleicht ein bisschen gründlicher abgecheckt zu werden. Ne? Oder halt ja, der Polizist, der einen festnimmt, weil man irgendwas verbrochen hat und dann geht's heiß her. Da geht schon einiges ab in den Frauenköpfen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, also der Fantasie sind da auch keine Grenzen gesetzt, aber ja, ist nochmal ein Unterschied zu diesem Rollenspielfetisch, würde ich schon sagen. Also die, wo so einen Fetisch haben auf Uniform, die wollen dann halt wirklich es auch authentisch haben meistens. Also ja, ja, genau. Das ist dann nochmal ein bisschen spezieller, ein bisschen direkter. Ja. Wirklich diese eine Sache, so dieses Autoritäre dahinter. Genau. Das kann natürlich ein richtiger Kick geben. Mhm. Dann Bondage und Fesselspiele haben wir noch. Auch sehr geil. Es ist halt einfach geil, mal die komplette Kontrolle über den Partner ausüben zu können oder halt selber dem Partner komplett ausgeliefert zu sein, dass der Partner vielleicht mit dem Orgasmus spielt,
dass man sich ihm komplett hingibt und einfach mal die komplette Verantwortung in die Hände des Partners legt und guckt, was passiert, ne? Sich überraschen lässt, das Spiel einfach mit Lust, Erregung und diesem Ausgeliefertsein und vielleicht auch ein bisschen Schmerz dabei, vielleicht ein paar kleine Schläge noch dazu, ne? Ja. Und man muss es halt einfach mal geschehen lassen und ja, findet dann vielleicht auch irgendwas, worauf man nicht dachte, dass man Bock hat, aber tja, wenn man dem ausgeliefert ist, dann muss man das halt einfach mal ausprobieren, ne? Also das ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr großer Fetisch, spätestens seit 50 Shades of Grey, ne? Ja. Träumt doch eigentlich jede Frau mal davon, von ihrem Partner gefesselt und rangenommen zu werden, ne? Ja, ist auch lustig, wie sich dann einfach alles gleich ganz anders anfühlt. Einfach nur, weil man sich nicht wehren kann, weil man dem ausgeliefert ist. Es gibt nochmal so eine Spannung dazu. Genau, so vielleicht so ein Ticken Angst noch mit dabei, aber ja, genau, das macht halt das Kribbeln aus, ne? Ja, das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr beliebt. Ja. Habt ihr was davon schon ausprobiert? Seid ihr vielleicht sogar Polizist oder Feuerwehrmann und habt schon gemerkt, dass die Frauen darauf fliegen? Ja, wir sind ja eher wirklich dominant auch in unseren Videos, auch wenn wir in verschiedene Rollen immer schlüpfen. Aber wir sind da eigentlich auch offen für alles. Und ich denke, das muss man auch sein, damit man einfach rausfindet, was einem am meisten Spaß macht. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, und das kann man eigentlich nur mitgeben, auch in der Beziehung mit eurer Frau. Redet über eure Fantasien, worauf ihr Lust habt, dann werdet ihr auch den besten Sex kriegen, ne? Anstatt manche Sachen einfach nur außerhalb auszuleben, gibt's ja auch, ne? Dass man gar nicht mit dem Partner denkt, dass man darüber reden kann und dann sucht man sich seine Affäre, die einem das gibt und... Ja, und oft hätte der Partner sich eigentlich gefreut, ne? Und genau. Hätte es gerne mitgemacht, also Kommunikation ist echt alles. Wenn man erstmal drüber redet, dann wundert man sich manchmal, was der andere dann doch vielleicht Vorlieben hat, was man gar nicht gedacht hätte. Ja, was man dem gar nicht zutraut. Oder wenn man zumindest mal offen wäre, es auszuprobieren, dann merkt man ja, ob es einem gefällt oder nicht. Genau, einfach mal machen, einfach mal reden. Und dann wird das bestimmt. Ja, wenn ihr mal Bock habt, von uns als Polizistin kontrolliert zu werden oder ja, mit uns geile Szenarien in der Öffentlichkeit durchzuspielen, wenn ihr zum Beispiel gerade auf dem Parkplatz irgendwo seid und horny seid. Oh ja. Unser Kontakt findet ihr hier in der Infobox. Könnt ihr schöne Videocalls mit uns haben und auch natürlich unsere Videos sehen, wo wir schmutzige und versaute Sachen machen. Und ja, wie immer gerne liken und kommentieren. Lasst uns wissen, was eure geheimsten Fantasien sind. Und ja, dann gucken wir mal. Vielleicht machen wir dazu mal ein Thema, wenn was Neues noch aufkommt, ne? Ja, bin sehr gespannt. Ja. Dann bis zum nächsten Video. Ciao. Tschüss.